Hallo zur 28. Folge der Let's Play-Serie. Ja, wir sind hier immer noch sehr am Anfang vom Insekten-Terraforming-Stufe. Es geht auch noch nicht so wirklich weiter. Da werden wir schon noch größere Sprünge brauchen. Ich denke, so richtig gut und hilfreich werden dann wohl wird es wohl erst werden, wenn ich denn hier die Baumstreuer habe. Dann sollte ich doch gute Fortschritte bei der Biomasse machen und alles in allem hänge ich da, glaube ich, noch am weitesten hinterher. Paar Raketen kann ich sicherlich auch noch mal weiter hochschießen oder vielleicht mal noch einen Bohrer oder Heizung oder solche Sachen. Oh, haben wir gerade draußen irgendwelche Sachen. Die Farben ändern sich ja hier gerade ein bisschen ins Violette. Mal sehen. Aber ich denke, oh ja, da haut es irgendwas wieder rein. Aber das hatte ich ja in einer letzten Folge nicht, aber vorletzten Mal. Da war irgendwie gar nichts. Also nichts, was irgendwie an Meteoritenresten übrig geblieben ist. Ich bin dann irgendwie davon ausgegangen, dass es da irgendwo so, tja, Biomasse quasi regnet, irgendwelche Gräser oder so. Muss man direkt mal gucken, ob sich da hier irgendwas tut. Ich meine, das war alles vor dem Patch gewesen, wo ich denn geschaut hatte. Vielleicht hat sich ja da auch noch ein bisschen was getan. Mal sehen. Ein paar kleinere Trümmer hier noch erkennen, aber ja, hier schlägt es doch ein bisschen ein. Nun gut, muss ich da draußen noch beruhigen. Schauen wir mal. Die Idee ist so ein bisschen, glaube ich, weiter die Welt zu erkunden. Ist ja alles inzwischen hier ein bisschen kleiner mit der Karte. Ich habe ja erst hier die GPS-2-Rakete. In der letzten Folge, ja, nun muss ich denn so ein bisschen die Richtung andeuten, weil man sieht ja den Rest nicht. Oh, es schlägt hier doch ganz schön rundum ein. Meine Güte. Naja, ich bin ja da in den Nordosten, sage ich mal, gewandert in diese Richtung. Und hier oben habe ich denn da auch noch so ein nördlich hier von dem Labyrinth, da die Karte ein bisschen erkundet. Ich würde sagen, ich mache mich mal auf Richtung Süden. Hier unten ein bisschen kann man ja jetzt durchaus schon sehen, gar nicht übel, so was die Orientierung angeht, durch die Informationsrakete. Hier ist das Aluminiumfeld in diesem Osmium Cave, da bin ich ja auch schon gewesen. Schon vor einer ganzen Weile habe da auch einiges schon ausgeräumt, aber ich meine, dass nach hier unten da war ein Durchgang. Mal gucken, was das hier noch für eine Ecke ist. So ein bisschen habe ich freilich noch die Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwelche Chips auch finde. Ja, hier für die T3-Rakete, die GPS-3-Rakete. Allerdings weiß ich nicht, was noch alles so kommen kann und in welcher Reihenfolge das Ganze da vorgesehen ist. Aber wir werden es erleben. Ich hatte eigentlich ja schon vor einer Weile gedacht, hier im Nordosten ist ja auch dieses Sprungtor. Portationsgeschichte da in andere Welten oder Portal, whatever. Ich habe eigentlich gedacht, das war das letzte Wrack. Muss allerdings sagen, na gut, hier in diesem nördlichen Mini-Labyrinth, Baumsamenstreuer, na guck an, da hatte ich ja dann auch noch einen Flieger gefunden. Gut, das war ein kleiner, im Grunde konnte man da nicht wirklich reinlaufen, aber da lag ja trotzdem Chip draußen. Vorher waren diese Dinger ja auf der Karte schon zu sehen. Andere Wracks habe ich eigentlich nicht wirklich so erkannt und erwarte ich jetzt auch nicht mehr. Aber das muss nichts heißen. Ich habe hier Richtung Westen, also westlich von diesem Schlachtschiff, da ist auch noch ein Gebiet, wo ich überhaupt noch nicht gewesen bin. Und ich glaube hier auch westlich von diesem Schwefel, von der Schwefelebene ist noch so eine kleine Ecke, wo ich bisher auch kaum war. So, dann lass doch mal gucken, wie sieht denn das aus hier mit dem Baumstreuer. Wo ist er denn? Ne, da ist er nicht. Hier ist er, oder? Ja. Was braucht er denn so? Naja, Biomasse ist jetzt nicht gigantisch. Aber bedenken, dass beim Blumenstreuer waren es, glaube ich, 38. Ne, 33. 33,5. Ja gut, das ist knapp das Dreifache. Das ist ja schon mal gar nicht übel. Und wenn ich sehe, was da so notwendig ist, Baumrinde kein Problem, Bakterienprobe, das ist ja ordentlich. Da lässt sich doch schon mit arbeiten. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ist ja neu mit dem Patch. Ich dachte, da kommt dann erst hier noch hier die T2, T3, aber haben sie den vielleicht nachträglich eingefügt? Na gut, ist nicht so wichtig. Das ist alles machbar, das sind alles nachwachsende Rohstoffe. Kann ich gut machen, den sollte ich vielleicht wirklich aufstellen. Jetzt weiß ich zwar nicht, platziere hier einen Baumsamen. Oh, da habe ich denn, glaube ich, noch nicht so viel. Dann brauche ich auch bald den DNA-Manipulator. Vielleicht sollte ich das ja erst machen. Aber, naja.
weißt du? Ach komm, wir können ja erstmal den so aufstellen. Superlegierung ist kein Problem. Bakterienprobe und Dünger muss ich bauen. Und genau, im Grunde muss ich außer Baumrinde und Superlegierung irgendwo alles zusammenschrauben. Bakterienprobe, Dünger und Stoff. Na gut, machen wir nachher. Das werde ich vielleicht doch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber oh, mal gucken. Also, ich habe ja einiges hier, Schwarzpulver sogar. Guck an, achso, die Blümchen, da wollte ich eigentlich Blumenstreuer mitbauen. Tja, na gut, da geht dann erstmal nichts, würde ich sagen. Na gut, gehen wir es mal an. Also, der Dünger braucht Algen, Schwefel, Auberginen, Schwefel habe ich doch hier gerade noch ein bisschen da, ja. Algen sind durchaus auch noch vorhanden, aber jetzt geht schon wieder los hier. Oh ja, muss was essen. Na komm her, das ist kein Problem. Hab's, wenn ich einmal hier davor stehe, gleich den nächsten. Komm, gib her. So, also, der Dünger braucht, glaube ich, zwei Auberginen. Na, reicht rüber. Geht noch nicht wieder. Stimmt, 64%. Gut. Aber die sollte ich hier gerade noch finden. Ja, passt. Das war zweimal Auberginen, glaube ich, Schwefel und drei Algen. Wenn ich das jetzt richtig mich erinnere. Ja, mal gucken, ich brauche ja auch noch. Kannst mal hier rein. Da sind nur Algen. Ich muss mal wieder Algen ernten. Sollte ich vielleicht auch noch mal vor die Tür gehen. Du kannst hier rein. Den werde ich auch brauchen. Und dann, na, komm mal hier. Bakterienprobe braucht, glaube ich, Wasser und Algen. Korrekt. Gut, na denn. Gehe ich doch mal raus hier. Oh. Gerade sagen, kann ich gleich draußen was trinken, passt doch. Ist doch wie gewollt. Ja, da muss ich erstmal wieder raus aus dem Wasser, passt. Reich rüber. Mensch, eigentlich wollte ich da losziehen. Jetzt kommt mir hier der. Na gut, vielleicht sitze ich sogar da irgendwo unterwegs. Ja, wobei, weiß nicht. Da das Baumteil. Genau genommen will ich die Bäume nicht zwingend in der Nähe von meiner Basis haben, wenn ich denn doch noch mal wieder eine Rakete hochschicke und da alles voll ist mit Bäumen, da finden sich ja die Meteoritensachen noch viel schlechter. Aber vielleicht denke ich mir das auch falsch. Das ist ja hier doch so in dem Spiel, dass es eigentlich irrelevant ist, wo man die Dinge aufstellt, weil es ja ohnehin so über den ganzen Planeten zählt. So, noch eine Bakterienprobe. Da. So, dann brauche ich, glaube ich, noch hier die Legierung, aber und die Baumrinde. Okay. Na gut, das ist kein Problem. Haben wir alles da? Baumrinde. Naja, wenn ich Baumrinde brauche, meine Biodome, da ist mit Sicherheit alles voll. Würde ich stark von ausgehen. Das ist die letzte Legierung. Mir muss ich vielleicht auch mal beim Alu vorbeigehen und da ausräumen. Ja, na gut, komm, lass uns erstmal das Ding hier. Wo stellen wir es denn dann hin? Wenn ich es nicht hier direkt vor mir hinstellen. Ich könnte ja nochmal schauen, ob hier irgendwo was gepurzelt ist. Hier ist ja einiges da ins Wasser gegangen, wo eben die Meteoriten runterkamen. Aber wenn ich mich hier so umschaue, liegen halt hier diverse Krümel. Aber keinerlei neue Ressourcen. Nö, nischt. Okay. Das hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber ich wollte halt einfach mal nachschauen. Na gut. So, also, das heißt, den Baum, den kann ich dann auch irgendwo mal hinstellen. Weißt du was? Komm mal hier. Lass uns mal kurz. Hat doch gerade gesagt, können wir mal hier zum Aluminium marschieren oder fliegen. Da hatte ich ja in der letzten Folge noch so ein bisschen Uran und Legierung abgelegt. Nicht wahr? Aber nicht hier. Da. Naja, viel ist es nicht, aber ein bisschen ist es schon. Kann man mal alles mit heimnehmen. Reicht ja fast. Na gut, dann mal so. Was soll's. Der Rest bleibt mal da. So, das heißt, irgendwo muss ich jetzt mal das Bäumchen hinstellen.
die müssen auch ziemlich in Ufernähe. Ah, mal sehen. Ja, dachte ich mir schon. Glaub, so war das. Ja. Okay, die müssen sogar ins Wasser. Interessant. Na gut, mache ich das doch so. Wobei, sollte man natürlich auch irgendwo so, dass man möglichst viel Fläche noch erwischt. Naja, aber ich glaube, das passt hier schon. Das ist gar nicht so übel. So, ach, Jungle-Eigenschaft freigeschaltet. Habe ich denn da noch gekriegt? Aber wahrscheinlich für den Baumsamenstreuer. So, Wachstum 0, ja. Der braucht halt einen Baumsamen. Und für den Baumsamen würde ich denn wahrscheinlich den DNA-Manipulator brauchen. Ich glaube, ich habe kein Bäumchen außer die Baumrinde. Naja, mal sehen. Erstmal heim. Wollen wir mal gucken. Mal die Dinge ausladen hier. Wasser und die Algen, die ich hier habe. Der scheint dann ohne Baumsamen nicht so viel zu bringen. Aber macht Sinn. So, du hier rein. Algen kommen hier hin. Tja. Dann habe ich ja auch noch ein paar Legierungen wieder mitgebracht. Sehr schön. Und dann haben wir noch das Uran und das Iridium. Kann man auch ablegen. So, na gut. Ach ja, DNA-Manipulator. Da war doch was. Okay, auch na, Schwarzpulver aus mir. Das geht ja eigentlich alles. Okay, den bauen wir mal Unrat noch auf. Kommen Sie mal ran hier. Das geht ja. Wo stelle ich den denn hin? Eine Legierung brauche ich und ein Zeolit und ein Osmium. Aber das kriege ich ja alles hin. So. So, das Schwarzpulver und hier das Kunststoffding da. Bioklumpen, da haben wir auch durchaus noch. Guck mal, hier ist doch Baumsamen. 125, das ist sicher nicht riesig, aber immerhin, das ist doch was. Nehmen wir gerade mal mit. Hier brauche ich jetzt noch das Schwarzpulver, haben wir hier. Wie wäre es denn, wenn ich den. Ich brauche ja sowieso die Rinden. Kann man den vielleicht hier noch mit hinstellen? Komm mal her. Nicht so wirklich, oder? Oh, drehen. Das ist ja hübsch. Das ist ja schick. Ah. Aber hier ist nicht. Nö. Na gut, sehe ich ein. Ist halt ein anderes Teil, wenn ich das hier mit reinstelle. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht hier. Samen habe ich hier. Hier könnte ich den vielleicht zwischenstellen. Aber ich meine, das mitten zwischens Essen, das ist jetzt auch nicht so schlau. Ne, wir machen das mal so. Komm mal her. Schön, dass man das jetzt hier sieht, wo der hin ausgerichtet ist. Mach mal hier. Ja, passt. Öffnen. Auch oh, gleich noch ein Genetik-Engineer. Was kann ich denn da rein tun? Wahrscheinlich irgendeinen Samen. Kann der mir das nicht sagen? Mal angenommen, ich nehme so ein Blümchensamen. Also sagen wir mal hier so ein mit 300%. Das ist doch mal ganz hübsch. Mal gucken, was passiert. Ja. Passiert erstmal nichts. Doch. Wachstum, Energie. Na gut, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz genau. Wenn hier nichts zuckt. Manipuliert DNS, um neue Gene zu erschaffen. Ja. Ein andermal. Ich komme sonst hier mit den Sachen nicht hin, die ich eigentlich vorhatte. Immerhin habe ich es schon mal aufgebaut und verbrauche Energie. Das war auch schon mal toll. Na gut. So, hier wird es voll. Ich fürchte, da würde ich vielleicht denn doch mal jetzt hier das Eis, was ich da irgendwann mal noch eingelagert habe und den Stoff. Das kann denn doch mal hier rein. Bring mal den Baumsamen mal noch vorbei, wo wir es hinbringen wollten. So,
Wir haben was zu essen mit. Oh, wir brauchen aber gleich schon wieder was Neues. Trinken können wir unterwegs. Ich würde vermuten, der ist hier noch nicht nachgewachsen. Nee, ist er noch nicht. Aber gut, dann komm mal her. Denn nehmen wir mal den Kürbis mit. Wird irgendwann auch wichtig fürs Essen, aber noch nicht. Hab's. Okay. Na dann. Lass uns doch mal losziehen. Ach ja, ich wollte ja hier noch erstmal trinken. Und dann bringen wir mal noch den Baumsamen da rein. Wenn ich den schon mal habe. Das ist doch schon mal gar nicht übel. Aber mal gucken, was hier so passiert. Wenn wir den da reinstopfen. Im Moment passiert hier nämlich noch nicht so viel. Biomasse gibt es allerdings im Moment schon. Ja. So. Biomasse ist unverändert, aber jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen Sauerstoff und wir kriegen Wachstum. Naja, wir werden sehen. Alles klar. Dann, wo soll es denn hingehen? Da unten soll es hingehen. Denn, ja, richtig. Mal schauen. Hier brauche ich nichts mehr. Nö, da kann man eigentlich losziehen. Mach mal. Ich habe ja da vor dem Osmium Cave habe ich ja noch ein Shelter. Und da müssen wir mal gucken, was sich da alles so findet. Ich wäre jetzt fast neugierig gewesen, was sich hier mit der Biomasse getan hat. Aber na gut, der Wert ist halt einfach höher. Da kann ich relativ sicher sein. Alles weitere findet sich dann. So. Aber da ist mein Shelter. Da hat auch noch ein Zeolith vorliegen. Aha. Gut. Ja, ich bin länger nicht mehr hier gewesen. Als ich das letzte Mal hier war, gab es ja noch kein Zeolith, würde ich sagen. So, dann kannst du mal hier rein. Dann muss ich nicht unbedingt mittragen. Hier ist nicht zufällig Essen dabei. Doch, ja. Irgendwie ist mir das sonst ein bisschen zu wenig hier. Andererseits, naja, wer weiß. So lange wird es auch nicht gehen. So, dann lass mal hier noch ein bisschen schauen. Finde ich hier noch Sachen für ein Shelter? Ich habe keine rechte Idee, was mich da erwartet. Aber, ja, was eigentlich? Der Shelter ist hier in der Nähe. Lass mal hier durch. Das ist schon okay. Hier liegt noch ein bisschen Iridium rum. Hier war, glaube ich, auch noch die Kiste. Da hatte ich immer zu viel Zeug. Da ist noch ein Kürbissamen drin. Na gut. Selbst hier in der Höhle. Ist ja witzig. Ist schon ein bisschen grün gewachsen. Schön. So, wo war, da hinten war der Ausgang. Ja. Ist es jetzt gerade Nacht oder wie? Sieht das hier nur so aus? Nö, es sieht da nur so aus. Gut, also Titan. Jetzt brauche ich denn noch ein bisschen Eisen. Ich könnte vielleicht mal da hoch gucken. Hoch ist immer gut für einen Überblick. War das nicht noch Eisen? Ja. Das heißt, wir haben den Shelter und dann könnten wir vielleicht noch zwei Eisen weitere gebrauchen für einen Schrank. So, dann zeig doch mal. Naja, ist erstmal nicht viel zu sehen. Da dürfte ein Zeolith sein. Naja, komm her. So, ansonsten hatte ich Silizium schon. Ja, hatte ich, okay. Irgendwelche Sachen hier zu sehen. Das scheint aber ganz schön ein großes Gebiet hier zu sein. Und auch ganz schön hügelig. Da sieht man ja kaum was. Vielleicht irgendwann mal hier doch ein Shelter aufbauen. Oh Mann. Ich verlaufe mich hier noch. Setze ich den hier mal irgendwo hin? Naja, noch habe ich. Ach, auf den Hügel. Hier ist überall. Es ist nichts als graue Wüste. Na, wobei, so grau ist es auch nicht. Ein bisschen was hier an Gräsern ist hier auch schon vorhanden. Hat sich inzwischen gefunden.
Aber jetzt sollte ich denn wohl doch bald hier was bauen. Sonst wird es nichts mehr. Das Einzige, was mich stört, dass ich hier bisher weder Höhle noch irgendwelche anderen Sachen gefunden habe. Aber ich denke, da kann ich jetzt. Boah. Na hier, das ist kaputt. Okay, jetzt habe ich doch was gefunden. Dann lass uns das Ding hier draufsetzen. Ah, hier. Und dann mal angucken. Ja, ist ja gut, ich bin ja schon dabei. Boah. Das wird jetzt, muss erstmal hier auf die Schnelle. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Alles klar. Das müssen wir uns erstmal hier in Ruhe angucken. So, okay. Da hinten ist noch was. Also der hier ist kaputt. Das habe ich schon gesehen. Na gut, kommen wir hier irgendwie rein. Da ist wohl wer anders abgestürzt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ja, das ist ja schon. Mensch, guck mal. Da hätte ich ganzen, kann ich wahrscheinlich den ganzen Shelter abreißen. Steht der jetzt hier gut? Ach, wobei ja eigentlich ist ja egal. Ist ja keine Höhle oder ein Wrack oder so. Da kann der ja eigentlich so stehen bleiben. Aber das passt. Gut, dann machen wir mal hier einen neuen Schrank. Schadet nie. Und dann mal rein den ganzen Kram hier. Meine, war gut, das ist jetzt bei Zeolith war auch drin. Ein bisschen anderen Krams. So, jetzt wollen wir mal gucken, da hinten dieser. Das ist so eine Landekapsel, oder? Ja, klar. So eine wie meine. Nur die hier steht nicht unter Wasser. Das Ding ist kaputt. Schade. Das hätte ich gerne. Ja, oh, hier ist aber was. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planet. Deine Mission. Das ist ja alles wie bei mir. Erreiche zuerst Sentinel-Kopf. Das ist genau das gleiche, wie ich hier am Anfang ausgesetzt wurde. Da haben sie offensichtlich noch jemand anders ausgesetzt. Eine arme Wurst. Aber das ist natürlich eine echt dümmere Ecke. Keine Frage. Kann ich hier vielleicht irgendwas zerlegen? Nee, kann ich nicht. Den auch nicht. Das ganze Ding irgendwie? Nee, geht nicht. Gut, okay. Alles klar. Naja. Ist ja witzig. Es ist ja eine. Ist das da eine Leiter? Ja, das ist eine Leiter. Aber der hat hier einiges aufgebaut. Er oder sie, muss ich das jetzt hier alles korrekt gendern? Oh ne, das lassen wir mal. Muss ich jetzt hier nicht auch noch mit anfangen? Sagen wir mal er, der Raumreisende, als neutral. Oh, das ist ja richtig hübsch, was er hier anbietet. Ich muss nur aufpassen. Es wirkt ja hier quasi wie so ein Shelter. Kann ich das Ding abbauen? Ach naja, kann auch stehen bleiben. Wo war jetzt meiner da oben? Das könnte ja sein, dass diese Leiter da, aber warum hat denn der da unterirdisch was gebaut? Das war eigentlich gar nicht so schlau. Also reichlich Legierung, das ist schon mal klasse. Muss ich sagen. Der Rest, naja, ein Zeolith war glaube ich auch in der einen Kiste. Naja Gott, die. Diese unter. Jetzt wollte ich gerade sagen, diese unterirdischen Sachen, die kenne ich ja eigentlich. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Wasser, Wasser. Na, Wasser ist hier weit und breit keins. Was brauche ich denn hier für so ein Ding hier? Dann kann ich mir noch Wasser bauen. Silizium und Eisen. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Ich habe ja da den Platz. Ich sag's so einfach. Erstmal muss ich Eisen und Silizium finden. Eisen habe ich noch in dem Schrank und jetzt habe ich auch ein Silizium. Alles klar. So, und was brauchte ich für Wasser? Ja, blöde Idee von mir. Wasser braucht ja Eis. Das gibt's schon lange nicht mehr. Okay. Dann wäre es höchstens für Luft interessant und das ist eigentlich Unsinn. Aber naja Gott, was soll's. Komm her. Ja, da braucht Eis. Naja Gott, okay. Dann lass uns da mal runtersteigen. Ist zwar irgendwie wieder ärgerlich, das regnet in Strömen und ich verdurste hier noch. Na gut, ich habe zweimal Wasser mit, was soll's. Wenn das da nur so ein. Wo ist denn die Leiter jetzt wieder hier? Da.
hier ist. Da war ich doch. Nee, das ist. Nee, hier ist nichts weiter. Mein Gedanke war, die Leitern, die ich bisher runtergestiegen sind, das war ja immer nur so Kleinigkeiten. Das könnte hier ein bisschen mehr sein. Aber wenn der da eine Base gebaut hat, naja, wir werden es gleich sehen. Ach, das ist meine tolle Tasche. Das ist schon ein bisschen heller. Also hier in der Base könnte es helfen. Das ist aber auch nur so ein kleiner Raum hier. Ja. Oh nee, da ist noch eine Leiter. Okay. Gut, was hast du hier nun? Aufpassen mit dem Wasser. Nun, ich hatte keinen Hals, aber das sah dann nicht so schlecht aus. Das habe ich. Das hier. Ich weiß mehr als genug, das war. So schwer kann das doch nicht sein. Wir wissen nur eigentlich Xioadan. Naja, ich muss erstmal was essen. Ja. Trinken hat noch ein bisschen Zeit. Haben wir hier vielleicht was drin? Ja, da ist was drin. Tja, bin ich ja mal gespannt, was da noch alles so kommt. Zerlegen. Immerhin haben wir hier mal noch eine Leiter. Mal gucken. Hier kommt nichts, aber hier ist die nächste Tür. Und da hinten sehe ich schon wieder noch eine Leiter. Na, das kann ja noch was werden hier. Ja, wobei, also, wenn ich hier jedes Mal nur einen Text und eine Leiter habe, dann ist das aber jetzt auch nicht unbedingt das, was ich, wovon ich geträumt habe. Erstmal die Atmosphäre, die Samen wachsen nicht wirklich. Berechnen Sie die Position optimal. In 2 Jahren, oh Gott, mal sehen. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Terraforming geschafft. So, jetzt lass uns da mal kurz hochkommen. Wieder, das schaffe ich noch. Wegen der Luft und ausladen. Da muss ich hin. Das ist ja interessant, was alles gibt. So, du musst hier rein. Weiteres Essen hatte ich noch nicht gefunden. Nee, das, bis jetzt habe ich dann nur noch den hier. Naja, gut, und weiteres Wasser habe ich auch noch nicht gefunden. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber... Gut, man weiß nicht, wie groß das Ding da unten noch ist. Vielleicht war ich ja schon kurz vor dem letzten Raum. Komm mal hier, Wasser. Ja. Hier ist die Leiter. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe ja gesagt, irgendwo Schiffe habe ich nicht mehr gesehen da auf der Karte. Also abgestürzte Schiffe. Aber na gut, so eine Leiter, die hat man natürlich nicht gesehen. Das bin ich jetzt schon, ja. Hier ist gleich mal aus. Okay. Trümmer, Trümmer. Da geht es auch noch weiter. Aha. Na gut, aber eins nach dem anderen. Hier ist ja auch noch was. Was ist das? Lomasamen. Naja. Oh, ein Chip. Ein Chip. Das ist cool. Chip und noch wieder ein nächster Text. Wo bitte? Iridium finden. Ey, Iridium Cave. Kann ich dir zeigen. Toh, wäre das cool, wenn jetzt irgendwo hier einer rausgekrabbelt kommt. Irgendwie hier so halbtot. Ich rette ihn. Und dann sind wir hier zu zweit auf dem Planeten. Oh, wäre das cool. Da haben wir wirklich gar nicht mit gerechnet. Also, oh Mist, das ist auch wieder hier nur eine Leiter. Und wir bedenken, da vorne war auch noch Leiter, ne? Ja, ja. Na gut, eins nach dem anderen. Hört das mal auf hier? Nee. Ja, jetzt hört es wirklich auf. Das ist hier das Ende. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Naja, lauter irgendwie ganz nette Dinge. Ah, ja, was Eisen brauche ich denn eigentlich nur nicht so unbedingt. Das kann ja dann wieder in die Kiste. So, alles klar. Dann haben wir zumindest hier mal alles raus. Den können wir noch mitnehmen. Gut, ich habe ja dann aber immer noch eine Leiter. Oder? Ja. Und zwar die da vorne, diese dort, aber erstmal gehe ich hoch ausladen. Man weiß nicht, wie weit es noch geht. Jetzt bin ich erstmal wieder draußen. Luft, naja, gut, das geht schon. Essen habe ich noch eins da zur Sicherheit, das ist okay. Daran wird es nicht scheitern. Wasser habe ich auch noch da und Sauerstoff, also das sollte schon passen. Oh, jetzt fehlt mir hier für die für noch einen Schrank fehlt mir ein Eisen. Cool. Oh Mann.
Na gut, haben wir hier noch Eisen? Da haben wir hier noch Eisen. Ja. Okay. So, denn wird es langsam eng hier mit meinem kleinen Schelterlein. So. Na gut. So, na dann, komm. Es kann nur ein Raum sein, aber da kann auch noch ein komplettes weiteres Labyrinth hier. Naja, gut, Labyrinth. Weitere Räume können da kommen. Hier ist erstmal den noch runter. Und da war ich gerade. Ja, okay. Mal hier gucken, was ich hier noch so. Da geht es noch weiter. Ist ja cool. Okay. Das auch wieder zu zerlegen und zu bauen. Habe ich jetzt das dahinter zuerst zerlegt? Es ist ja wohl. Na gut. Das ist durchs Fenster irgendwie. Ja. Dass ich alles hinkriege. So, da ist die Station. Die Kraftstation ist auch kaputt. Was hast du denn hier noch für tolle Dinge? Nachricht lesen. Willkommen. Ja, blauer Himmel. Na gut. Es ist wohl alles das Gleiche. Ja, das ist die erste Message. Aber warum hat dann der Typ sich die so häufig da an die Wand gepinnt? Damit das nicht vergisst und sich merken kann. Was soll denn? Oh, hier ist das Ende. Gut. Nee, hier ist nicht das Ende. Oh. Okay, nochmal eine Nachricht. Ihr habt mich zum Sterben. Ihr wusstet von vornherein, dass es unmöglich ist. Ergebung sei verflucht, Sentinel Corp. Naja, gut. Ich meine, noch habe ich es nicht überlebt. Aber eigentlich fühle ich mich ganz gut. Tja, aber keine Leiche hier gefunden. Naja, nicht, dass ich das unbedingt jetzt auch gebraucht hätte, aber ich hatte ja gehofft, dass dann noch ein Überlebender, den ich vielleicht so kurz vorm Abnippeln noch retten kann, aber ich fürchte, hier ist nichts zu retten. Gut, also, das ist ja nett, also vom Prinzip her, da hier so ein Überlebenden, so eine andere Kapsel. Schade, dass die Kraftstationen hier alle, kann man die zerlegen? Nee, alles nicht. Nur die Kisten. Und die habe ich komplett ausgeräumt. Na gut, wenn ich das richtig gesehen habe, waren da aber ja auch noch gerade Chips. Noch zwei. Sonst noch irgendwelche Sachen hier zerlegen. Geht's hier noch irgendwo weiter, aber. Ne, hier ist nichts mehr. Oh, wir haben gleich. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch, wobei Luft wäre jetzt eigentlich auch nicht das Problem. Da bräuchte ich ja Kobalt. Zwei Stück für so ein Teil, das würde ich ja jederzeit hinbekommen, nur mit Wasser geht halt nicht so. Naja, ist nicht mal kritisch. Okay, also dann lass mal sortieren. Natürlich nehme ich auf jeden Fall die Chips mit. Und Mensch, was ich hier alles für tolle Sachen habe, Wahnsinn, unglaublich. Das hat sich aber schon toll gelohnt. Dann machen wir erstmal alles hier rüber. Das Eisen nehmen wir natürlich komplett nicht mit. Die Chips nehme ich definitiv mit. Raketentriebwerke. Legierung. Aber wahrscheinlich muss ich eh nochmal her. Das bringt ja hier sonst nichts. Die Lomasamen, dann aus denen könnte ich. Naja, die Biomasse. Für die Biomasse-Rakete brauche ich die Dinger. Und das wäre dann natürlich auch was. Ja, lass uns die mal mitnehmen. Davon habe ich hier genug von den anderen Baumsamen. Stoff ist auch noch da. Den Chip. Nehmen wir den und das Osmium. Die Stäbe natürlich sowieso. Noch mehr Legierung. Naja, ich fürchte, ich muss sowieso noch mal hierher. Ja, mit Sicherheit. Da sind zu viele wertvolle Dinge. Also, das hat sich ja echt gelohnt. Ja. Komm her. Gut. Ja. Dann los. Die Frage ist, ist hier noch irgendwas? Vielleicht hat er mir ja noch ein paar nette Dinge hinterlassen. Ein bisschen rumgucken kann ich aber hier nochmal. Hier ist sogar so eine Dinger hier, so eine Bohrer sind das, ne? Aber dann müsste das Terraforming doch schon ein bisschen angefangen haben. Oder es hat sich wieder, ist wieder weggegangen. Hier kommt nichts mehr. Naja, gut. Ich würde sagen, wenn ich mir das mal so überlege von der Karte, dann vielleicht finde ich auch das Cave wieder.
Aber ich bin hier so, also das Osmium-Cave, wo ich durch bin. Ansonsten, wenn ich nach Norden gehe, dann müsste ich ja da Richtung ganz weit irgendwann hier zu diesem Sprungtor, Dimensionstor kommen. Das sollte man ja eigentlich auch weit erkennen können. Oder ist da das Cave? Naja, lass mal gucken. Das ist doch hier, das sehe ich doch hier schon. Oh, guck mal hier noch ein Osmium. Na, ich hab keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich guck mal hier, ob ich das Ding da finde. Es sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Ja, alles klar. Was mache ich mir denn da Gedanken? Überhaupt kein Problem. Denn bitte hier entlang. Ja, da oben ist das restliche Iridium. Auch das ist sehr schön. Kurz mal Luft schnappen. Passt. Hier entlang nach Westen und dann sollte schon das Wasser kommen. Da ist es auch. Und da vorne ist meine Base. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Tja, da bin ich mal gespannt. Ich meine, vier Chips habe ich, oder? Da könnte doch vielleicht die GPS-Rakete drin sein. Das wäre klasse, dass ich denn ein bisschen besser sehe. Ich hoffe, dass ich denn die ganze Karte habe. Das sieht ja eigentlich so aus. So nach der Vor, so haben wir, oh, wir haben Zeit hier. Wobei, trinken. Trinken, trinken, trinken. Das muss ja nicht immer auf den letzten Drücker sein. So. Dann lass, ach so. Ich wollte gerade hochgehen und gucken, was für Material eine GPS-Rakete braucht. Die Dreier-Version, aber ich habe ja noch nicht mal den Bauplan. Wollen wir mal gucken, was wir hier alles so finden. Also. Drei Stück habe ich nur. Habe ich wohl noch einen liegen lassen. Na, wenn das mal nicht schief geht hier. GPS-Satellit T3. Na, Mensch. Kein Bauplan zum Entschlüsseln. Das war ja dünn. Na gut, okay, aber immerhin. Ich habe das, was ich wollte. Irgendwann hatte ich ja auch mal die Frage, ob es sich lohnt, einen Zeolithschrank zu bauen. Ich würde sagen, das Ding hat sich erübrigt, oder ja, inzwischen weiß ich, dass es sich gelohnt hat. Ja, vielleicht passt das bei den Chips ja auch. Ich denke zwar, im Moment gibt es nicht viel mehr Sachen, die man da rausholen kann. Schwefel hatte ich doch auch hier mal, ja. Aber es kommen ja sicher auch weitere Patches. Und dann gibt es sicher auch neue Sachen. Könnte man doch hoffen, ne? So, das Raketentriebwerk ist witzigerweise schon fertig. Jetzt haben wir die Samen hier mit drin. Na gut, was soll's, wieso nicht? Mach mal kurz einen Haps. Und jetzt sind die doch fertig, oder? Ja, gib her. Ja. Denn, wollen wir mal sehen, was so ein Teilchen braucht. Dann bin ich ja mal gespannt, ob man auf der Karte vielleicht auch schon irgendwas von den neuen Sachen sieht. Weil ich weiß gar nicht, was Neues. Ich weiß nur, dass irgendwo neue Biome gekommen sind. Ich denke, da wo ich eben gewesen bin, das ist nichts Neues. Da ist er. Da brauchen wir einen super Legierungsstab, ein Osmium und zweimal Kompass. Aber das kriege ich hin. Super Legierungsstab. Osmium. Zweimal Kompass. Na gut. Hoffentlich habe ich ausreichend Superlegierung mitgebracht für so einen Stab. Sonst ist natürlich wieder doof. Aber gut, da ist das Osmium. Ja, das reicht. Neun brauche ich, ja. Gut. So. Da ist der Stab. Ach, na Alu, na gut, okay, das werde ich wohl auch erstmal nicht lernen. Ich brauche dann also hier Aluminium, Magnesium und Silizium. Reichlich Aluminium. Habe ich noch so viel, ja. Hab einiges da. Magnesium und Silizium habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Eins, zwei. Eins, zwei.
Einmal Kompass, zwei Kompass. Ach, der Stab, genau. Na denn, haben wir doch alles. Auf geht's. So, da bin ich ja mal gespannt. Das wird interessant. Bitte, wer hat hier das Raketentriebwerk mit ausgepackt? Ich hatte doch. Ach Leute. Haben sich die Dusel wieder alle vor dem Computer niedergelassen. Wo könnte ich das jetzt wieder hingeworfen haben? Wahrscheinlich war das hier dazwischen. Genau. Okay, ich hab's gefunden. Sich hier was getan wegen der Biomasse. Naja, der Baumsamenstreuer hat schon ein bisschen was geholfen, aber naja, ich ist schon noch dünn. Aber na gut, wir werden weitere hinbekommen mit Sicherheit. So gigantisch ist der T1 auch noch nicht, aber es ist halt doch mit Abstand gerade für Biomasse das beste Teil, was man so kriegen kann. So, also, dann mach mal, zeig mal, wie siehst du denn aus? Naja, ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Wie sieht es da hinten mit meinem Bäumchen aus? Na, da kochen schon welche auf, ja. Gut, dann jagen mal die Rakete hier mal hoch. Ja. Erstmal gucken wir uns mal von hier oben an. Kann ich hier runterfallen? Nö. Hübsch, hübsch. Mensch, der Himmel ist klasse. Wenn ich noch denke, wie das hier ganz am Anfang war. Mit dem roten Himmel und dem roten Planet, da hat sich schon echt was getan. Tja, leider hat es der arme Kerl da, dieser Xiodan, nicht miterleben dürfen. So, da wollen wir doch mal gucken. Denn lass uns doch mal schauen. Können wir das jetzt weiter runterdrehen? Ja, wir können. Und jetzt wird es natürlich spannend. Also, da bin ich letzte Folge gewesen. Ich glaube, hier oben habe ich diesen Flieger gefunden. Das Iridium Cave, das zweite, hatte ich ja auch geschaut. Jetzt war ich eben hier unten. Ich würde fast sagen, ist das mein Shelter hier? Das könnte sogar sein. Ja, das ist er auch. Weil ich sehe hier gerade bei Aluminium, das sind auch meine Sachen. Ist ja interessant. Hier ist auch einer, ja. Hier habe ich einen hingesetzt. Hier, der hängt mitten hier drauf. War das Ding eben nicht noch zu? In der anderen Darstellung, das ist das Uranium Cave. Da habe ich auch schon einen Extraktor stehen. Dann haben wir hier offensichtlich das Zeolith Cave. Das muss neu sein. Da steht auch schon einer bei. Das sind die Legierungen, ja. Und hier oben ist auch noch ein Uranium Cave. Na, schau an, schau an. Hübsch. So, wir haben wieder eine komplette Karte. Ist ja klasse. Und wenn ich mir das hier angucke, das kenne ich überhaupt noch nicht. Das dürfte denn hier dieser Krater sein. Mit Sicherheit. Na gut, da werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal hinschauen. Ich denke an dieser Stelle mit dem Bild, oder vielleicht wie üblich mit dem Blick hier auf die Werte, verabschiede ich mich für den Moment dann mal wieder. Die Terraforming-Stufe ist wirklich nur sehr langsam am Wachsen. Mal gucken. Wesentlich ist halt die Sache hier mit den anderen Baumstreuern, dass da jetzt noch einer zwischenkam, der andere. Nee, das ist der T3, das wird eh nicht passieren. Hier ist ja Sauerstoff, der ist bei 7,5 und das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Wir haben bei Sauerstoff schon echt gut was geleistet. Auch der Baumstreuer gerade hat wieder noch ein bisschen was dafür geleistet. Ich denke, ich werde dann da vielleicht wirklich demnächst auch noch mal eine Sauerstoff- und Biomasse-Rakete hochschicken. Und vielleicht dann eben auch noch ein Baumstreuer. Das wird ganz sicher helfen. Der bringt ja doch auch einiges an Sauerstoff. Es ist ja nicht nur die Biomasse. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.